Okay, Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und tut mir leid, im letzten Part musste ich den ein bisschen schneiden, weil meine Mutter ist reingekommen, hat gesagt, ich soll ausmachen. Ja, das war die Erklärung und es geht einfach weiter. Und okay, ich weiß, was die Schwäche von denen ist. Das ist, wo ist das denn? Gewitter. Damit senkt ihre Verteidigung oder so. Ich weiß nicht, wieso das so ist bei denen, aber anscheinend ist das so. Verteidigung unter Schock vermindert. Also jetzt kann er angreifen und dann ist das Teil auch tot. Und ja, und das Teil kann auch nicht irgendwie angreifen, weil es geschockt ist. So. Und weiter geht's. 243. Und geschafft. 147, zwei Tech-Punkte, Zahn erhalten und Robo reicht nächste Stufe. Verdammt. Okay, ich glaube, ich bin etwas overlevelt. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich bin einfach zu stark jetzt momentan. Ey, das sind diese komischen Viecher. Ach, ich greife die einfach an. Man kann ja immer diese Erfahrungspunkte gebrauchen. Und so, Gewitter 2 und dann einfach so. Schläfst du? Ja, ich wusste es und du schläfst nicht ein. Gut so. Okay. Ich weiß, was als nächstes und alles kommt und wer der Boss ist und was danach passiert und alles, was kommt. Ich habe alles nachgelesen, um mich zu informieren, weil... Oh, und das war mein Tisch. Weil ich nicht so richtig blind da durchgehen will und alles verpassen will und das nicht extra dann wieder hingehen muss, um das extra wieder zu holen. Okay, greif mal erst den Hand. Oder nein, erst einen Megasaurus. Wie? Wie hat er kein MP mehr? Voll die Kacke. Voll die Bockwurst. Okay, komm, wir müssen das töten. Und bam, 94. Okay, da muss ja Drehkick machen. Du machst mal Angriff. Und 40 Schaden. Scheiße. Warte, kann er irgendwas mit ihm machen? Robo-Angriff. Vielleicht nützt das hier was. Was kannst du noch? Wurfbeam machen einfach mal. Und Angriff. Und so hoch fliegt er und so fällt er runter. Und bist du tot? Anscheinend noch nicht. Du machst dann Wurfbeben nochmal. Du machst den Laserwirk. Nein, Kraftstrahl. Ach, Raketenpunch. Komm, gib ihn eine. Gib ihn. Gib ihn eine Raketenpunch in your face. 58. Scheiße. Das ist kacke, wenn man kein MP hat. Aber richtig. Ich brauche einen. Ach, scheiße. Okay, geschafft. 219. So, so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weiterkämpfen soll. Sehen wir mal, wie viel ich noch brauche. Ich habe gesagt, sehen wir mal, wie viel ich brauche. Hm, okay, kann ich dann machen, aber erstmal Objekte. Erstmal sortieren. Objekte, voll Kraft mal. Achso, okay, aber... Hab ich keine... Traumstein. Warte mal, ich habe letztens auch was gesehen. Wir haben ja diesen Heldenamulett bekommen, das habe ich gar nicht mal angeguckt, was es kann. Oder kann man es nicht ausrüsten? Magieschal, ja, so. Hm, okay. Ach, egal, komm, ach, komm her, Wollhauf. Wir machen Objekte. Und gucken uns mal an, wo die ganze Kack ist. Krummklinge. Ja, das ist bestimmt. Krummheft? Okay. Titanweste. Warte mal, das war doch für Luca, oder? War die schwächer? Warte, nein, Tabanweste. Goldhelm. Heldamulett. Erhöht kritischen Treffer. Bei Masamune ist das. Ach so, okay. Hm. Okay, ich muss jetzt mein MP auffüllen. Sonst habe ich Probleme. Bei dir hier. Okay, das reicht. Und dann gehen wir mal hier hin kurz. Und reden mal kurz mit den Typen, was für ein Problem er hat mit uns. Okay, weiter geht's. Oh, scheiße, wurde gerade richtig Männer gestört. Tut mir leid. Egal. Und nur wegen einer kleinen Sache. Ich sollte meine Sachen in mein Zimmer bringen. Nur wegen sowas wurde ich hier gestört. Verdammte Kacke. Okay, jetzt wurde er geschockt. Und wieso habe ich Gewitter 2 gemacht? Ich weiß es nicht. Verdammt, egal. Komm, wir müssen einfach weitermachen. 219, 4 Tech-Punkte, Zahn.
Okay, komm, wir gucken mal, was auf der rechten Seite ist. Wir wissen ja sowieso, wir sind ja wieder schon hier. Wir greifen erstmal den hier an. Und machen mal einen Falkenschlag, wie das hieß. Komm, ich geh wieder zurück. Willst mich verarschen? Willst mich verarschen? Gewitter 2, komm. Diese Viecher sind auch noch so schwach. Ach egal, das hat irgendwie auch damit zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass ich so overlevelt bin. Und wieso lebt der Wichser eigentlich noch? Okay, er lebt nicht mehr. 234, Level up für Chrono. Ich wusste es. Okay, safe state. Okay, wir müssen mal erstmal angreifen. Ganz normal. Ich hasse dich dafür, dass du mich rumwirfst hier. Hast du mich nicht gerade nach vorne geworfen? Wie komme ich denn ganz nach hinten dann? Okay, der Huren. Okay, ich lasse das Wort mal raus, weil ich nicht so angepisst bin, ja. Nur wenn ich angepisst bin, nutze ich das Wort mit H. Okay. Okay, die Teile sind dann schnell tot. Wieso benutze ich dann Magie bei diesen Teilen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz und gar nicht. Venusfalle. Boogie. Ich habe Boogie gelernt und Venusfalle. Will ich die einsetzen? Weiß es nicht. Drehschwanz? Drehschwanz. So. Was ist Boogie? Lehnt alle Gegner. Was macht... Ach, komm, hör auf. Venusfalle, was ist das? Bestiehlt Gegner. Klingt ja geil, okay. Okay, erstmal die hier besiegen mit... Verdammt, was war das? Egal, komm weiter. Verdammt, ich hab vergessen nicht... Ach, scheiße. Verdammte Kacke. Verdammte Bockwurst. Okay, komm. So. Und... Gewitter auf ihn. Und Angriff dann und danach ist es tot. Danach ist es tot und kann nie wieder aufstehen. 249. Verteidigung wurde unter Schock vermindert. Yeah. Das wäre fast auf die 666 gekommen. Okay, kein... Ey, speichern wir. Nein. Erstmal Unterkunft. Wo ist die Unterkunft? Hier. Alles wurde aufgeheilt. Wir haben ja davon ja sehr viel, deswegen ist es auch gut. Okay. Save State. Und rein mit uns. Und rein hier und... Was zur Hölle? Was ist das? Ob diese Affen etwas so fortschrittliches gemacht haben? Böse Musik. Asala. Mahala. Oh, die Affen sind da. Ihr seid nicht wie Ayla. Sagt mir, was das ist. Sofort. Asala über die Schlüsse aufklären. Niemals. Da muss ich wohl ein wenig nachhelfen. Okay, komm her. Also die Schwäche von diesem Boss ist also Nispel. Nispeln, ja, wir müssen... Wie kann man nispeln? Nein, ich kann nicht nispeln, ich weiß nicht. Wie sieht der aus auch noch? Er ist wie die Pussy. Er hat Muskeln, aber nichts drauf. Wir machen einfach Gewitter hier auf ihn. Dann machen wir Venusfalle auf ihn, zum Sehen. Dann sehen wir einen Robo-Angriff von ihm. Und hat 4200... Was habe ich geklaut? Drittauge erhalten. Was ist Drittauge? Was ist ein Drittauge? Okay, wir machen mal Wolzahn auf ihn. Dann ein Boogie? Nein, ich mache einfach Robo-Angriff. Das ist auch effektiv bei ihm. Was hat er gerade gemacht? Ich habe nicht gerade so gesehen. Ach so. Ich dachte gerade für einen Moment, ich habe meinen eigenen Mitspieler angegriffen. Was zur Hölle? Verteidigung unter Schock vermindert. Ah, so. Nein, du machst den Wolzahn auf ihn. Ach, fick dich doch ins Knie. Du machst mal Heilstrahl auf alle. Okay, irgendwie wird er voll schnell geheilt. Aber es hängt damit aus zu tun, dass ich so stark bin momentan. Yeah, Heilstrahl. Und Falkenschlag. Und du hältst den Heilstrahl bereit.
Oder nein, wir machen das lieber. Die wollen ihr komplettes Leben haben. Der Gegner hat ja diese behinderte Spezialattacke. Und so. Okay, das ist gut. Ja, setzt einen tödlichen Stromstoß frei, aber der zieht sowieso nichts bei mir so ab. Das ist sowieso eine Bastardattacke. Gewitter. Du machst den Voltzahn. Oder Boogie. Lähmt alle Gegner. Egal, er ist jetzt unter Schock vermindert. Der ist jetzt dämlich dazu. Du machst den Robo-Angriff. Und Angriff. Hä? Hat der Gewitter gemacht? Ach so, das hat... Ah! Okay. Ist er jetzt tot? Ist er jetzt tot? Stirbst du? Hörst du mich? Stirbst du jetzt mal? Jetzt hört nicht im Stromstrom. Deine Attacke ist sowieso dämlich. Gewitter. Heilstrahl auf alle. Du machst mal einen Voltzahn. Was zur Hölle? Achso, ich dachte für kurz. Was wollte ich machen? Voltzahn, hier. Ich dachte für einen Moment, die ist tot. Auf einmal so plötzlich. Die ist nicht noch nicht tot, zum Glück. Und 79. Ist er jetzt tot? Ja, er ist tot. Also Leute, ich sag euch, leveln, leveln, leveln. Das ist gut hier. Und der Bossfight ging auch noch sehr schnell, finde ich. Wir haben auch ein Drittauge geklaut. 500 Erfahrungspunkte erhalten. 10 Tech-Punkte erhalten. Boogie haben wir noch nicht eingesetzt, aber Venusfalle schon. Die Affen schlagen Nispel. Gib den Chrono zurück. Zu Wort! Dennoch werden wir einst die Welt beherrschen. Wie ein Neandertaler, also wie ein Dinosaurier, kann er mal gut reden. Eure Tage sind gezählt. Aber wieso eigentlich? Kein Schaden festzustellen. Ich immer kämpfen, Asala, und nicht verlieren. Rüps. Hat sie gerade sich übergeben? Du geh in Chrono-Schade. Ich werde dich nie vergessen, danke. Leid tun, ich jetzt versuchen stark zu sein, wie Chrono. Wärst du niemals. Wiederkommen, Chrono. Feiern, essen, tanzen, kämpfen, Spaß. Hey, und was ist ein Drittauge? Das will ich jetzt mal wissen. Sortieren. Und Drittauge, was ist ein Drittauge? Irgendeine Waffe oder so? Drittauge. Stirnbahn, Drittauge, was ist Drittauge? Ach so. Hey, ich habe irgendwas bekommen, das gut ist. Drittauge, Drittauge, was bist du für ein Drittauge? Ausweichen. Was zur Hölle? Doppelt? Oha. Verdammte Kacke, oha, das ist gut, das ist gut. Verteidigung. Ausweichen. Okay. Wer könnte es gebrauchen? Eigentlich jeder von denen, außer... Warte, Robo schwerfällig. Ich gebe ihr das einfach mal, oder? Nein, sie hat Silbernadel. Sie hat Silberohrringe. Verteidiger. Soll ich ihnen das geben? Hat der Verteidiger irgendwelche Besonderheiten? Ausdauer plus 2. Magischal. Ausdauer plus Drittauge. Ja, ich gebe ihnen das einfach. Kann ja nicht schaden. Okay, jetzt müssen wir irgendwie weg oder so. Wiederkommen, Chrono. Robo und Male auch. Okay. Warte, ich habe eine Idee. Was passiert, wenn ich jetzt mit anderen Truppe komme? Und so. Und was sagst du jetzt? Ich komme jetzt mit anderen Mädchen an. Wiederkommen, Chrono. Feiern, essen, Party. Ja. Scheiße. Ich dachte, sie macht jetzt irgendwas. Schade, schade, schade. Egal. Okay, wir haben jetzt alle Ausrüstung. Die beste Ausrüstung in diesem Land. In diesem Neandertaler Land. Gehen wir uns auffrischen. Wasser trinken, ja. Alles aufgefrischt. Und wir wechseln mal wieder zu, oder? 25, 25. Ich lasse es einfach mal so. Die Aufstellung. Die ist ja spontan gemacht worden. Safe State. Und jetzt müssen wir uns da wieder durchkämpfen. Warte, würde sowas nützen? Sehen wir mal. Eigentlich nicht. Okay, dann lasse ich das einfach mal. Und... Ach, ich kämpfe einfach gegen die. Weil diese Monster sind auch im Weg. Deswegen kann ich die gleich alle umbringen. Schadet ja nicht. Und wir haben ja so viel Erfahrung, also sehr viel Schadenspunkte bei denen jetzt
Also wir können ja sehr viel Damage bei denen hier machen. Und stirb! Und meine behinderte Waschmaschine höre ich wieder von Weitem. Ich hasse die so sehr. Die ist immer so behindert. Willst mich verarschen? Komm her. Wieso? 168. Und einen doppelten, dreifachen Schaden. Nein, doppelten Schaden mit 342 Schaden. Sehr, sehr gut. 168. Achtung, Tempo. Feuerpunch gelangt. Ach du Kacke, ich glaube, ich bin echt ein bisschen overlevelt. Wie Feuerpunch erhalten. Trifft alle Gegner mit Feuerpunch. Okay. Sehen wir uns mal diesen Feuerpunch mal an. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Hallo, ich will was machen. Wo ist der Feuer... Ach, nicht du, du Opfer. Feuerpunch. Auf die hier. Und los jetzt. Ach, 19 Schaden. Erbärmlich. Feuerpunch. Wie sieht das denn aus? Oha. Heftig, heftig. Gut so. Und wir haben Boogie gelernt, aber sie kommt bestimmt ja sowieso zu uns, das weiß ich ja. Da kann der Boogie ja zeigen. Ach komm, hör auf, euch besiege mit physischen Angriffen, das reicht auch schon. Und so und so und so und so. Du bist weg. Jetzt kommt der andere Bastard von diesem Kivala, Vivala, Mivala oder Dingsbums. 480. Ach ja, Rotblatt und so sollten die eigentlich später holen, also die ganzen Ausrüstung hätten die eigentlich später holen sollen, aber nein. Ich hab das jetzt geholt und das ist auch besser so. Ach komm, wir machen Gewitter 2 auf alle, das geht auch. Das ist ja sowieso deren Schwäche. Und so, sehr, sehr schön. Ich freue mich schon auch, wenn ihr gegen den Boss kämpfen, gegen Maugus oder so. Ha, das wird so ein leichtes Spielchen. 192 Erfahrungspunkte, 8 Tankpunkte, okay. Ach du Kacke, ich bin overlevel, das ist ganz, ganz böse, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin etwas overlevelt. Wir gehen mal hier rein. Springen? Ja, wir springen in den Tod. Yeah. Und jetzt müssen wir in die Ende der Welt. Oder so. Und jetzt zeige ich mal, was passiert, wenn wir mit Robo da reingehen. Weil ihr wollt bestimmt wissen, wie das aussieht, was er dazu sagt. Und, okay, gehen wir mit Robo rein und kämpft mal gegen da... Wer bist du denn? So ein riesiges Spielzeug habe ich noch nie gesehen. Du lebst nicht, oder? Du hast viel Kraft, aber da ich deine innere Kraft nicht messen kann, gibt es für dich auch keine Magie. Aber deine Laserwaffen reichen ja. Sie können Schaden des Typs Schatten anrichten. Hi, wollt ihr ein bisschen üben? Ja. Gut. Okay, wir üben jetzt mal richtig gut mit dir. Gewitter 2... Hör auf, mich zu umzubringen hier. Verdammt, ich glaube, ich kann doch nicht gegen ihn so gewinnen. Okay, wir haben die gleichen Schaden jetzt wieder zurückgemacht bei dir. Feuerpunch. Willst du mich verarschen? Du elendes Opferteil. Egal, Feuerpunch. Gib ihn. Gib ihn. In your face. Och du Scheiße, ich mache sehr wenig Schaden bei ihm. Jetzt auf einmal kommst du mit so einem bärmischen Attacken, das ist klar. Ach du heilige Scheiße. Schaffe ich den jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel er hat, also von Lebenspunkten her. Verarsch mich nicht. Fire Punch. Ist klar, du greifst doppelt an, ist klar. Ist klar, du elendes Opfer, Mistviech. Napalm. Okay, ich kann auch nicht gegen ihn gewinnen. Ja, aber wir sind nicht tot. Hihihi, gewonnen. Okay, wir können jederzeit nochmal gegen ihn kämpfen. Ja, ich habe gegen ihn verloren, diesen Wichser. Egal, er macht sich bestimmt über mich lustig, der Wichser. Male, was machst du denn da? Nimm mich mit. Niemals. Oh, komm schon. Niemals, du bleibst hier alleine. Din, din, din. Warte, ich muss nach Medina, oder? Was war das? War das Medina? Nein, das war die Protokuppel. War das Medina? Ja, das war Medina. Wir gehen einfach in Medina rein. Wir müssen ja sowieso zum Melchior und das komische Amulett, nein, dieses komische Ding da abgeben. Und wir sind wieder da, Leute. Wie geht's? Wie steht's? Habt ihr eine fette Party gemacht?
Fette Party, fette Party. Ihr fügt über Magie, solche Menschen sollen vor langer Zeit ausgestorben sein. Ihr fügt, ja, ist klar. Ist klar, wir wissen, was du sagen willst. Wir wissen es. Okay, wir müssen jetzt zur Melchior. Diese traurige Musik ist immer so traurig. Oh. Und so? Rede mit uns. Ihr habt einen Traumstein? Dann repariere ich das Masamune. Wie habt ihr das Masamune und den Traumstein genug gefunden? Nein, sagt es mir nicht. Mein Herz würde es nicht verkraften. Übrigens, die Reparatur dauert eine Weile. Und wie lange? Ich helfe dir gerne. Hallo, ich will da rein. Und wie lange dauert das denn? So, das wär's. Wie, das wär's? Wie wirst du an die Sache rangehen? Hallo, was muss ich machen? Alter, sag was. Überlass es jedenfalls mir. Okay. Hat er was gerade gesagt? Irgendwas wollten die gerade sagen. Okay, geh mal kurz hier rum. Für die Reparatur müssen wir den Traumstein aufbereiten und das Schwert aktivieren. Du arbeitest den Traumstein. Ich nehme mir das Schwert zur Brust. Okay, Luca, die Große wird's richten. Fangen die jetzt an? Wir sind live dabei, wie sie ein Schwert reparieren. Und was machst du? Ja, du fummelst an dir rum, okay. Nein, du holst eine Tasse von den... betest du die Tasse an oder was? So, fertig, bitte den Traumstein. Ich bin auch fertig. Okay. Gut, dann ist wieder los. What the fuck? Geheiligt sei der Gott! Und? Yeah, geschafft. Ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Anscheinend schon. Und was ist jetzt los? Bam, 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 bam. Links Schwert haben wir jetzt bekommen. Sehr gut hier. Dies ist das Masamune. Wie seltsam. Meine Sensoren fühlen spirituelle Energie, die vom Masamune ausgeht. Tja, ich denke, das ist alles. Kono, wir sollten Frog das Masamune bringen. Okay. Von Ausrüstung hat da sowieso nichts Neues, deswegen gehen wir weiter. Den. Warte mal, ich habe da genügend Geld. Ich kann ja das kaufen, oder nicht? Wo war der verdammte Laden? Laden. Was sagst du? Also gut, ich verkaufe euch was. Kaufen. Eisenklinge. Teufelsklinge. Ich könnte das locker kaufen, wenn ich wollte. Teufelsklinge. Ach komm, ich kauf. Warte, 65. Fick dich ins Knie, du Wichser. Ich hab. Ja, halt die Fresse, du sinkst deine Preise nicht für Menschen. Egal, irgendwann wirst du friedlich sein. Oder irgendwann werde ich dich ausrotten. Ich hab ihn eigentlich angegriffen, also bei irgendeinem Part habe ich ihn richtig Männer angegriffen, aber trotzdem hat er noch gelebt, der Wichser. Ich hasse ihn dafür. Okay, jetzt müsstest du Frogman. Und kurz erklären, ob er der Held ist. Ist es das? Ja, zur Friedensschlucht. Denn. Sehr, sehr gut. Ich mache nur noch die Sache mit Frogman noch in diesem Part und dann geht's weiter. Okay, jetzt kommen diese behinderten Geräusche wieder. Und die Gegner lasse ich einfach mal weg. Die sind sowieso erbärmlich und... Wie schon gesagt, die sind erbärmlich und die greifen einfach ganz schnell an. Und ein Schaden von 344 hat es schon erledigt. Und du hier, das hier. Zwar, willst du mich verarschen? Ach ja, ihr Angriff ist sowieso nicht stark. Aber trotzdem, wieso braucht ihr dann solche Waffen? Wenn die nicht mal stark angreifen kann, Opferteil. Egal. Und die spielen immer noch Fußball. Ja, macht weiter. Irgendwann wird Fußball populär. Denn. Laden gibt's sowieso nichts zu tun. Okay, wir müssen zu Frogman. Yeah, Frogman. Wir müssen dich mal besuchen. Kann ich auf die Brücke? Achso, ja. Ach, bin dämlich. Das war hier schon. Ich hab da vergessen, dass ich schon da war. Denn. Von Ausrüstung her. Ach, ich hab schon alles, das Wichtigste. Okay, jetzt müssen wir zu Frogman und kurz klären, was sein Problem ist. Was ein Problem mit uns hat. Ach komm, wir machen mal so. Fick dich doch. Was macht ein Muda oder Nu? What the fuck?
Raketenrolle. Ja, Leute, das ist ein Nu, was da ist, aber ich weiß gar nicht, was er hier macht. Was ist los? Ich verstehe diesen Nu nicht. Willst du mich ach ja, die sind ja so behindert. Stirbst du jetzt mal? Ach du Kacke, wie lange lebt er noch? Ich habe ihn noch hier, was willst du jetzt machen? Ach ja. Ja, Leute, die machen immer machen immer auf 1, bis 1 übrig ist und dann greifen die immer so an. Meistens hat man Glück, dann haben die 0 Schaden. 326. Hey. Lernt leben. Chrono lernt leben. Yeah. Und was ist Leben? Belebt eigene Person. Ach so, wenn er stirbt, dann wird er sie selbst beleben. Geil. Du machst mal einen Heilstrahl auf alle. Okay, gesichert. Wieso macht aber... Egal. Ich muss es ja nicht verstehen. Egal, ich greife die jetzt auch einfach an. Von den Erfahrungspunkten her. Wir machen einfach hier... Raketenrolle und dann... Das hat schon sowieso alles geklärt. Leichte Sache. Und so. Sehr, sehr schnell gemacht. Sehr, sehr gut. Und was sagst du jetzt dazu? 104 und 6 Tech-Punkte. Und eine 6 hätte noch gefehlt. Dann wird ein 666. Warte mal. Welche Level sind die jetzt eigentlich? 27, 25. Wieso ist der jetzt etwas overlevelt? Ich weiß es nicht. Egal, komm. Was hast du gerade gemacht, du dämlicher Frosch? Egal, dich töte dich mal. Weil du ganz alleine bist. Aber er ist ja... Er macht immer so eine komische Attacke, wenn er... wir machen einfach... Gewitter auf ihn. Und er kommt mit 10 Schadenspunkten an. Wie erbärmlich ist das denn, Leute? Das ist echt erbärmlich. Warte, ich hab schon 400... Warte, ich glaube, ich hab schon über den Limit, oder? 26 Erfahrungspunkte, ein Tech-Punkt. Okay, warte, ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Okay, ich kann noch ein bisschen weitermachen. Ach, ich verprügel hier, komm. Warte mal, erstmal die Schlange angreifen. Die Schlange greift dann die an. Komm, Schlange, ich greife dich an. Saug dir das Leben weg. Sehr, sehr gut. Jetzt muss Luca ihn angreifen oder so. Und du greifst dann... Okay, der Frosch greift dann uns an mit seinen 13 Schadenspunkten. Ha, ha, ha. 96. Ja, fick dich doch ins Knie. Chrono greift an. Ja, was machst du? Ach, fick dich doch. Du regst mich auf, du dämlicher Frosch. Bist du jetzt tot? Ja, du bist tot. Jetzt geben wir euch den letzten Schlag und die Schlange guckt irgendwie depressiv. Jetzt guckt sie verärgert, aber sie ist tot. Pech gehabt. 78 Erfahrungspunkte. Oha, ich bin overlevel. Ich habe ein paar Let's Plays gesehen und da waren die Charaktere gerade auf 19. Oder 16 waren die. Und ich bin auf 27. Übertrieben. Du bist es wieder. Und was sagst du? Dieses Schwert ist es, das Masamune. Und die Waschmaschine von hinten nervt immer noch. Waschmaschine, halt die Fresse da hinten. Ich muss über die Schicksalswendung nachdenken. Bleibt über Nacht hier. Ich hasse diese verfickte Waschmaschine da hinten. Cutscene oder was? Cyrus, ihr brecht auf. Ja, es wird Zeit, dass wir den Froschkönig das Amulett abnehmen. Und ich möchte das mystische Schwert selbst sehen. Aber Cyrus, dieses Reich braucht euch. Genau wie Lena und ich. Ihr müsst zurückkommen. Solange Leben in diesen Knochen ist, werde ich es. Mit eurer Erlaubnis. Okay, das ist Cyrus. Der sieht schon stark aus. Und Lena ist traurig, dass Cyrus weggeht. Cyrus, her! Seine Fanclub, ey! Wir, die Ritter der Tafelecke, Rittersport, wünschen euch eine sichere Reise. Hört her, meine Freunde. Ihr seid alle gefeuert. Ich betraue euch hier mit der Sicherheit des Königreichs. Und wer ist das? Verzeih die Verspätung, gehen wir? Wer zur Hölle? Glenn! Seid auch hier sau... Ach, heute das Lesen wieder. Erfreut euch,
Erfreut euch bester Gesundheit, eure Majestät. Wer ist Glenn? Glenn passt nicht. Glenn ist kein heldenhafter Name. Ist kein heldenhafter Name. Es geht einfach nicht. Oh nein. Was jetzt los? Ihr Feuerschwert. Und was jetzt? Der Froschkönig. Ihr wollt also das Zeichen des Mutes, lieber Ritter des Königreiches? Dann kommt und holt es euch. Wenn ihr es könnt, Quack. Verlass dich drauf. En garde. Ne war nach Stoß. Quack, du wagst eine hilflose Amphibie zu quälen? Du bist Amulett. Das vergiss ich nicht. Du wolltest doch, dass wir dich angreifen, dummer Spasti. Was ist los jetzt? Wer war das Mädchen hinter uns? Ah! Pass auf, Glenn. Cyrus, das Schwert. Das Masamune. Ich verstehe gar nicht, was jetzt abgeht. Gaga, das Ossi. Mehr bringst du nicht zustande? Bringst du? Okay. Ohne dein Schwert bist du nichts. Gah. Du hast mich noch nicht geschlagen. Und das ist Margus oder was? Cyrus, ich halte nicht mehr lange durch. Glenn, fliehe, während ich sie in Schach halte. Aber... Wenn du bleibst, kriegen sie uns beide. Geh, Glenn, geh! Okay, das ist Margus. Du solltest dir lieber Sorgen um dich selbst machen, Cyrus. Los, Glenn, geh! Ah! Och, du Scheiße. Cyrus! Lauf, Glenn, lauf! Die Königin, kümmere dich um Lena. Cyrus? Cyrus! Ach du Scheiße, er wird verbrannt. Ihr elenden Wichser, euch werde ich töten. Warum? Was ist denn? Willst du dein Glück nicht versuchen? Gahahaha. Hattest ihr die Sprache verschlagen? Wie wär's, Margus? Kannst du ihm keine passendere Aussehen verleihen? Also gut, warum nicht? Zeit für ein wenig Spaß habe ich immer. Oh! Warte mal. Ich ahne was. Ich ahne was. Kann es sein, dass das der Frosch ist? Ja, du wehleidiger Waschlappen. Warte, ist das jetzt der Frosch oder was? Zehn Jahre sind vergangen. Oha. Ob ich so weit bin? Ich habe mich sehr gewandelt. Ach, der arme Cyrus. Also das ist Glenn oder was? Ja, das ist Glenn. Kann man schon denken, dass es Glenn ist? Erwache, Chrono. Ich habe was zu sagen. Heldenhafte Musik. Auch wenn wir scheitern mögen, besuchen wir Margus Höhle. Kennt ihr seine Macht? Und? Nichts schlägt die Wissenschaft. Nur so können wir unsere Zukunft retten. Okay, wen brauchte ich in mein Team? Ich glaube, das war Luca. Okay. Nein, du bleibst da. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.